das dein Pen? Den brauchst du aber heute nicht. Warte. Heute fahren wir kein Fahrrad. Hallo ihr Lieben, sorry, es ist im Hintergrund voll laut. Da hinten sind so Bauarbeiten. Und ja, Emilia und ich sind hier schon unterwegs an der berühmten Stelle, die ihr schon oft als Anfang im Video gesehen habt, weil hier fange ich dann immer an zu vloggen, weil hier so gut wie nie jemand vorbeiläuft. Ja, wir treffen uns jetzt mit einer Freundin in der Stadt. Emilia, magst du auch guten Morgen sagen? Sag mal hi. 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 Ja, wir haben beide gefrühstückt. Ich habe schon geduscht. Emilia geht ja immer eher so abends baden, damit sie dann entspannt mit der Routine einschlafen kann. Ja, auch nicht jeden Abend, aber egal. Ja, heute ist endlich wieder schönes Wetter. Gestern und vorgestern hat es, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag nur durchgeregnet hier. Und ja, jetzt ist endlich wieder so genau das perfekte Wetter für mich, um Haare offen zu tragen. Ich wollte euch mal meinen Haarschnitt jetzt zeigen, wie das so glatt aussieht. Die sind schon wieder gefühlt voll lang geworden. Also hier ist voll der Schnitt drin. Ich habe die jetzt nicht geglättet, nicht geföhnt. Die sind gestern oder vorgestern luftgetrocknet, habe dann lediglich ein Haargummi getragen und dann sind die jetzt automatisch so glatt geworden. Ich mag es eigentlich recht gerne. Meine Mutter sagt, ich soll sie wieder so ganz lang wachsen lassen, so wie damals. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, wie sie es meint, aber ich mag das jetzt gerade ganz gerne. Und ja, was wollte ich denn erzählen? Ja, mit den Triops muss ich euch noch zeigen. Wir hatten schon ein paar, die echt schon gefühlt sehr groß geworden sind. Die sind dann irgendwie kaputt gegangen, aber ich habe die Eier ja drin gelassen, weil da steht ja, die schlüpfen binnen 24 Stunden und 70 Stunden oder so. Und deswegen, es sind tatsächlich jetzt immer wieder mal neue geschlüpft, die dann immer überleben, aber die alten gehen dann irgendwie ein. Total doof. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ja, werde das jetzt mal beobachten. Ansonsten muss ich mir ein zweites Set irgendwie holen und das dann testen, weil das ist ja mega schade. Allerdings sieht Emilia das und sie geht auch jeden Morgen dahin. Für sie sind das Fische. Fische im Wasser. Sie kann das nicht so unterscheiden, beziehungsweise sie sind ja auch wirklich so klein, dass man das nicht gut unterscheiden kann. Von daher, naja, auf jeden Fall schade, wenn es irgendwie nicht klappt. Ja, mein Engel. Guck, ja. Yeah. Die Sonne scheint. Ja, und hier ist wirklich keiner. Voll gut. Ja, wir laufen ja immer am Zoo entlang. Ich habe ja schon mal erzählt, wir wohnen recht nah am Zoo. Und ja. Auf Instagram habe ich euch eben schon erzählt, dass ich dringend einen Schlafanzug für Emilia brauche und da kommt mir jemand entgegen. Deswegen mal gucken, wie weit ich euch mitnehme. Ich finde es im Übrigen immer total schön, hierher zu laufen. Das hier ist übrigens ein mega cooles Restaurant, in dem ich immer mal essen wollte. Und im Winter steht da immer so eine Holzhütte hier vorne. Und dann kann man da so Raclette essen und so. Das ist aber dann nur zur Winterzeit, ich glaube bis März. Und dann bauen die Hütte ab. Und dann ist das, ich glaube, ein italienisches Restaurant. Ja, bin ich immer noch nicht dazu gekommen, da zu essen. Ja, ich liebe diese Wildblumen am Rand und hier ist so ein kleiner Bach. Und hier laufen wir dann immer lang. Und da vorne, wo die Bänke kommen, da habe ich, glaube ich, Emilia mit das erste Mal vorletztes Jahr gestillt. Da waren wir gerade hier angekommen, da musste sie schon gestillt werden. Ja, und da hatte ich noch dieses mega unpraktische Oberteil an. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Oh, schaut euch mal bitte diese Wildblumen an. Ich liebe, liebe, liebe Wildblumen. Finde ich so schön. Deswegen wollte ich auch unbedingt Wildblumen in meinem Brautstrauß haben. Ja. Ich glaube, es dauert nicht lange, bis hier kleine Emilia einschläft, Mittagsschlaf macht. Und ja, gleich wird die Stadt bumsvoll sein. Dann ist es dann Mittagessenzeit. Da ist echt viel los. Alle essen dann auswärts in der Stadt. Ja, so. Weiter geht's. Oh, ich denke, Emilias Freundin ist wieder da. Wir sind jetzt im Botanischen Garten gelandet. Ja, wir werden uns gleich eine Bank suchen. Wir haben uns nämlich was zu essen geholt. Da ist meine Freundin. Wir haben uns jetzt was zu essen geholt. Beziehungsweise wir haben uns was zu essen geholt und wie sehe ich eigentlich aus? Und werden das jetzt hier auf einer Bank essen und ein bisschen unterhalten und Emilia wird dann gleich definitiv einschlafen. Hier ist irgendwie so ein Podest aufgebaut und Emilia hat super viel Spaß. Emilia, hüpf mal. Hüpf mal. Wow. Nochmal. Nochmal. Wow, toll machst du das.
Aufstehen? So, wir waren jetzt einkaufen. Beziehungsweise, ich kaufe gerade die Sachen. Ich habe noch ein paar unten im Wagen. Jetzt gehen wir hoch zur Kasse. Und vielleicht zeige ich euch dann zu Hause, was wir so gekauft haben. Also auf jeden Fall das hier schon mal. Das hat mich jetzt angesprochen und gleich gibt es Couscous. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Oder wir sind wieder zu Hause. Ich habe jetzt Emilia hochgetragen. Und die schläft natürlich meistens auf dem Rückweg ein. Oh, und dann... Ich finde das mal so anstrengend und diese Anspannung, wird sie weiter schlafen oder nicht. Ich glaube, jede Mutter kennt das. Und dann habe ich sie jetzt ins Bett gelegt und ja, jetzt habe ich mal bei den UZ-Krebsen geguckt. Irgendwie scheinen nur 3 da zu sein, keine Ahnung. Sonst werde ich das alles nochmal säubern und den neuen Versuch starten. Ich habe nämlich eine Ersatztüte bekommen. Voll schade. Ja, mal gucken, sonst mal eine E-Mail hinschreiben, was ich denn falsch mache eventuell. Keine Ahnung. Weiß nicht, woran es liegt. Ja, das enttäuscht mich ein bisschen. Ich dachte, die wären jetzt schon voll groß und so, aber egal. Ist halt manchmal so im Leben. Ich habe hier nur eine Mini-Food-Hall-Tüte. Ich war in der Migro, das ist eine der gängigen Supermärkte hier in der Schweiz. Es gibt einmal den Coop und die Migro. So, ja, die 2 größten Schweizer Food-Ketten, Supermarktketten, würde ich jetzt mal behaupten. Einmal hat mich das angelacht. Chapaghetti. Korean Black Spaghetti with Roasted Chayang Sauce. Und das sah mega geil aus. Das ist wie diese Suppentüten. Aber ich habe auch geguckt, ich kenne das bis jetzt nur von den Soba-Nudeln. Man kocht die Nudeln, schüttet dann das Wasser weg und tut dann die Soße und so dazu. Dann ist das wie gebratene Nudeln auf die schnelle Art. Und das sieht mega lecker aus in dieser dunklen Soße. Ja, koreanisch kannte ich so noch nicht. Deswegen mit Original-Olivenöl, keine Ahnung. Ist ja wiederum eigentlich nicht so japanisch, wollte ich sagen. Ist ja, glaube ich, nicht so typisch koreanisch, oder? Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Und wenn das geil ist, werdet ihr es spätestens auf Instagram sehen. Dann waren Aprikosen im Angebot. Da habe ich hier welche mitgenommen. Die sind auch echt schön weich, nicht so hart. Die scheinen süß zu sein. Dann habe ich diesen Couscous hier mitgenommen. Couscous Ricci. 5 Minuten fertig, der ist ja generell sehr, sehr super einfach zuzubereiten. Hier nehmt ihr einfach ein Glas Salzwasser zum Kochen bringen, kochende Wasser in eine flache Schüssel geben, ein Glas Couscous hinzu, 5 Minuten lang bedeckt halten, ein Stück Butter hinzugeben, vorsichtig mit einer Gabel durchziehen, angerichtet. Ja, super einfach. Ich glaube, Emilia mag das. Ich mag Couscous eigentlich auch recht gerne. Vor allen Dingen voll gerne als Sommersalat mit Tomate und Gurke und Feta-Käse und vielleicht Avocado. Dann finde ich das echt lecker und sättigend. Mag ich echt gern. Und wie gesagt, ich glaube eigentlich allein von der Kita mag Emilia das. Ich habe das hier zu Hause echt noch nie gemacht. Vielleicht einmal vor Jahren. Aber ich dachte, jetzt wäre es doch mal wieder an der Zeit. Dann hat mich diese Melone hier voll angesprochen. Es gab auch kleine Wassermelonen, aber ich war mir da einfach so unsicher und... Die hier riecht einfach schon so verdammt süß. Ich weiß gar nicht, wie heißt die. Auf jeden Fall ist sie aus Italien. Eine Netzmelone. Heißt die so? Netzmelone. Keine Ahnung, ob die orange ist von drin oder grün. Bin mir jetzt nicht sicher. Doch, orange. Klar, sieht man ja auf dem Bild hier. Ja, dachte ich für mich und Emilia. Also schön aus dem Kühlschrank. Und dann nur noch 2 Sachen für jetzt. Ich habe nämlich noch Hackfleisch im Tiefkühl, sogar 2 Pakete und ich werde jetzt eins auftauen. Das schön scharf mit viel Knoblauch anbraten und dann zuletzt die Pak Choi-Blätter dazugeben. Das schön andünsten mit einigen Scheiben Zucchini. Ich habe noch so eine kleine Zucchini mitgenommen. Die heißt in der Schweiz übrigens Zucchetti, falls es euch interessiert. Steht auch drauf, Zucchetti. Ja, und dachte, ich mache dann so eine Gemüse-Rindfleischpfanne. Keine Ahnung, ob Robert das mögen wird und morgen mit zur Arbeit nimmt. Kann er ja probieren. Ihm kann ich ja noch ein paar Kartoffeln oder Nudeln dazu machen. Ich denke, es wird lecker schmecken, weil ich würze relativ gut. Ja, jetzt wo ich hier auf der Couch sitze, werde ich gerade voll müde. Deswegen werde ich jetzt meinen Popo hochschwingen und diese Pfanne machen. Und ich glaube, es wird lecker. Kann ich dann gerne zeigen, wie es dann aussieht nachher. So sieht jetzt mein Mittagessen aus oder unser Mittagessen. Wenn Emilia gleich wach wird, kriegt sie das natürlich auch. Also Zucchini, Couscous, Pak Choi, Knoblauch und Hackfleisch. Und ich habe schon probiert, es schmeckt sehr, sehr lecker. Gewürzt habe ich das Ganze mit
Also sehr asiatisch mit Squid Sauce, Fish Sauce und Sojasauce. Und den Couscous habe ich statt in Salzwasser, habe ich den in Brühe quellen lassen. Ja, und das Ganze mit gut Knoblauch gewürzt. Ja, und Salz braucht man dann fast gar nicht mehr. Und ich gönne mir jetzt eine Folge Gilmore Girls dazu und lasse mir das jetzt schmecken. Und melde mich später wieder. So, einige Zeit später. Das Mittagessen war übrigens sehr lecker. Es ist auch noch ordentlich was da. Ich hoffe, Robert hat da Lust drauf morgen. Ja? Nein! Achso, nein? Entschuldigung. Ja, räum mal die Stifte auf. Mach die mal wieder da rein. Emilia musste ich wecken, weil es war jetzt mittlerweile schon 4 Uhr. Die hat richtig spät Mittagsschlaf gemacht, aber sie hat auch echt, sie war gegen 8 wach, hat aber echt noch bis 9 Uhr im Bett gelegen. Jetzt geht sie wieder in die Kiste. Das haben wir ihr gestern gezeigt, sich in die Kiste zu setzen und dort von innen alles anzumalen. Malen. So, malen. Malst du die Kiste wieder schön an? Ja? Ja. Ja? Mach das ruhig. Mama wollte nämlich dein Zimmer aufräumen, ne? Ja, ich habe hier noch ein paar Sachen einzuräumen. Das habe ich gerade gemacht nebenbei. Und ich muss sowieso generell mal Emilias ganzen Klamotten aussortieren. Also ich glaube Größe 86 hat sie mit Abstand am längsten getragen. Das ist richtig krass. Ist der Papa da? Achso. Und zum Beispiel die ganzen Sommersachen, die sie letztes Jahr anhatte, die passen ihr dieses Jahr immer noch. Richtig, richtig cool. Ja. Und es ist so komisches Wetter. Mal braucht sie eine Strumpfhose, mal nicht. Die hat sie jetzt nur einmal angehabt. Die tue ich wieder in den Schrank, ganz ehrlich. Also, sie war auch nicht damit in der Kita. Sie hatte die nur stundenweise hier zu Hause an. Ja, mit Kita-Sachen, da denke ich manchmal, je nachdem, okay, nach einmal tragen, können die gewaschen werden. Man weiß ja nie was. Oh, hast du mein Portemonnaie gefunden? Dankeschön. Mein Portemonnaie. Aber du musst jetzt nicht die Tasche ausräumen, Schatzi, ne? Nicht alles ausräumen. Räumst du das wieder zurück? Ja? Dankeschön. Ach, und übrigens, jetzt gerade, woher wir kommen eigentlich. Sie hat mir jetzt zum ersten Mal von sich aus wirklich signalisiert, dass sie auf die Toilette wollte. Sie saß ja schon öfter mal drauf. Wir haben ja so einen Sitz gekauft extra damals bei Amazon. Weil ich ja persönlich nicht so der Fan von Töpfchen bin, aus verschiedenen Gründen, will ich ihr direkt beibringen, mit einem Aufsatz auf die Toilette zu gehen. Und da braucht sie natürlich unsere Hilfe. Sie kriegt aber auch später ein Treppchen, damit sie das trotzdem selbstständig kann. Und räumst du es bitte auf, tu es wieder zurück in die Tasche, okay? Danke. Und jetzt gerade hat sie halt ihr großes Geschäft verrichtet. Und dann hat sie gezeigt, Kaka. Kaka, ich so, möchtest du Kaka auf Toilette machen gehen? Dann hat sie gesagt, ja. Und ich so, ja, dann zeig mal der Mama. Und dann ist sie aufgestanden und Richtung Toilette gegangen und hat direkt auf ihren Sitz gezeigt. Es war dann halt schon passiert, aber ich habe sie draufgesetzt. Während sie saß, habe ich ihr, wir haben glücklicherweise eh gerade Höschenwindeln da. Ach, da ist der Papa. Nicht wundern, ich vlogge. Und habe ihr die dann runtergezogen. Und ja, sie wollte aber nichts weiteres da machen, hat sich dann auch da gut festhalten können. Dieser Toilettensitz hat halt Griffe. Und dann saß sie da und dann war sie total begeistert, dass das Wasser blau war. Und dann hat sie gesagt, da, Wasserbau. Weil blau, zu blau sagt sie immer Bau. Sie immer, da, Wasserbau. Ich dachte so, du kannst immer wieder hier hinkommen. Sie durfte dann auch die Toilette einmal drücken, obwohl sie kein Geschäft gemacht hat. Aber ich habe gesagt, wenn du Pipi oder Kaka musst, dann sagst du Bescheid. Und dann gehen wir dahin. Also ich hoffe, vielleicht kommt das jetzt von alleine, dass sie das machen will. Robert ist gerade von der Arbeit gekommen. Noch ist er nicht zu mir gekommen. Mama, Papa! Mama, Papa ist da! Ist der Papa da? Das Wasser ist blau. Ja, willst du es dem Papa erzählen? Erzähl mal dem Papa, dass du auf der Toilette saßt. Also ich werde das jetzt mal eben in Ruhe einsortieren und melde mich dann später nochmal bei euch. Und begrüße jetzt erstmal Robert. Robert und ich sind gerade dabei, die Wohnung zu wischen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nur, wenn Robert dabei ist, weil wir stellen dann, also wenn wir es so richtig gründlich machen, dann stellen wir halt alles hoch. Alles, alles, alles aus den Ecken. Wird dann hochgestellt und ja, sonst mache ich das immer so eher so zimmermäßig mal die Woche, mal hier, mal da, wisch dann um die Ecken und so, wer kennt's nicht. Und ja. Ich dachte, ich nehme euch mal im Schnelldurchlauf mit, wie ich die Sachen wieder zurückstelle. Und generell müsste ich hier auch mal ausmisten, ob ich das heute mache, weiß ich nicht. Aber ich muss, weil die Kisten sind langsam voll und da sind noch Babyspielsachen drin. Und das muss ja wirklich aktuell nicht mehr hier im Zimmer sein. So, hey, hast du dich hier angeschlichen? Nee, kannst du den Stuhl mal eben wieder rausmachen? Mama muss erstmal alles hier wieder auf den Boden machen.
Bring den mal wieder raus, den Stuhl, ja? Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie reingekommen ist. Super! Do say anything.